Ich hau nochmal Torpedos raus. Den Hart zu lange. Feuer, glaube ich, raus. Ich erst. Hallo gesagt und zurück bei World of Warships, wieder hier bei uns. Wir haben noch keinen Plan, was wir jetzt machen. Nee, aber ich werde mir jetzt sagen, wir fahren jetzt Richtung C. Und schließen uns der Gruppe da rechts an. Alles klar. Sehr gut. Das ist der vorläufige Plan. Alles andere kommt bei Feindkontakt. Okay. Oh mein Gott, ich sehe ein Feind. Feuer! Hey. Stell den Torpedo rüber. Ich auch! Wenn der raus ist, habe ich weniger Kontrolle über den. Ah, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Nein, macht man natürlich nicht. Machen wir ein schneller Torpedo. Ja, ich sehe jetzt dann schon in der nächsten Runde als Pinken. Vor allem, ich habe gerade nicht richtig ins Ziel gegeben, ne? Ich habe einfach aus der normalen Ansicht geschossen. Und das war der Startschuss für das Rennen heute. Start your engines, ladies and gentlemen. Ja. Ja, da kommt ja ein neuer Patch raus, ne? World of Formel 1. Da geht's nur noch um Wettrennen. Das wäre ja auch geil, eigentlich so eine Art World of Warships Death Race. Nach dem Film. Du lachst. Es ist tatsächlich sogar ein Spiel angekündigt, was in diese Sparte fast geht. Death Race? Naja, es ist mir fällt gerade der Titel nicht ein. Ich weiß auch nicht genau, ob es schon richtig angekündigt ist als Free-to-Play oder ob das als erstmal Kickstarter finanziert und dann entwickelt wird. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe einmal davon was gesehen. Oder sind das die neuen Regeln der Formel 1? Nee. da gibt es so ein Spiel auch von der Firma Gaijin. Das sind die, die den direkten Konkurrenten hiervon entwickeln. Also, fallen die ganzen Namen hier gerade nicht ein. Was ist denn los, Mensch? Schiffsrennen. War Thunder, glaube ich. Ne? So. War Thunder ist ja das andere mit dem Panzern oder so. Ach, weiß ich jetzt mal nicht. Jedenfalls gibt es da ein Spiel, was sie angekündigt haben oder ankündigen wollen, wo man Autos zusammenbaut und bastelt, aber eben mit apokalyptisch-futuristischen Sachen, so ein bisschen wie Mad Max. Hierher. Was weiß ich, da hast du irgendwelche Klingengranne und ach, was weiß ich. Und dann bastelst du dir deine Karren da zusammen und mit dem musst du dann auf den Karten, ähnlich wie hier, wirst dann zusammengeschmissen mit ein paar Gegnern und dann musst du dich da behaken und gewinnen, Positionen einnehmen oder feindliche Fahrzeuge zerruppen und. Okay. Ja. Death Race mäßig halt. Ich habe das einmal gesehen, ich kann mir den Titel, ich bin nicht gemerkt. Aber. Ich sehe zu G. Aber es gab doch schon mal, also das ist auch schon eine ganze Weile her. Und da fällt mir jetzt auch nicht der Name ein. Gab doch auch mal so ein Rennspiel, was so war. Da konntest du hier vorne Raketenwerfer und Ölspur und sonst was alles anbauen an das Auto. Ja. Und dann wurde halt ein Rennen gefahren. Ich glaube, das hieß Nice. Nice 2 oder? Nice 2? Ja. Was also irgendwas mit der 2, daran kann ich mich auch noch entsinnen, aber ich weiß nicht, ob das Nice. Es war auch irgendwas so kurzes auf alle Fälle, also so wie Nice oder. Ja, ich glaube, das ist das, was du meinst. Ah, ja, das war so ein Jameson-Style, konnte man ein MG vorne aus dem Motorhaube raus und dann. Ja, genau. Naja. Oh, die V-170 hatte kurz schon Motorschaden gehabt. Motorschaden. Jetzt haben wir Schwung hat noch gereicht. Ja, nee, hat's auch gelöscht. Also, repariert. Gelöscht. Hab ich dann nicht gesehen. Aber kann man ja mal abwarten, was da wirklich kommt, denn. Ist es mit Schiffen ja. Oder ist es mit Autos? Nee, mit Autos. Richtig mit Autos. Dann bastelst du dir zusammen und dann hast du auch free to play soll es sein und dann kannst du dir dann die Teile zusammen suchen. Oder erspielen und dann. Ja. Also fast frei darin, was du da für ein Auto dir zusammenbaust. Aber wie gesagt, sind so richtig abgedrehte Dinger, halt, wie ein Mad Max-Szenario. Oder halt wirklich so wie Death Race.
vermutlich. Ja. Ja. Also das war ja auch schon ein bisschen, war ja auch nur der Krepel vom Schrottplatz, was die da bekommen haben an Ausstattung. Also das Ding hat mich jetzt nicht wirklich interessiert, ich bin jetzt nicht drauf gekommen, weil du eben über dieses Death Race gesprochen hast. Nur ist halt eigentlich eine relativ coole Sache sein kann. Ja, wenn du es gesehen hättest, dann wüsstest du, was ich meine. Das ist nicht so ziemlich allwesentlich. Sieht jetzt nicht so toll aus. Achso, dann ist Kacke. Ja, weiß ich nicht. Ja, für mich ist es nichts geworden. Wie schnell fährt denn die dann, ey? Ziemlich schnell, oder? Ich finde die ziemlich schnell. Naja. Ja, Glück haben, rammen sie sich jetzt ja gegenseitig. Ja. Plupp, und da sind sie zusammen. Und trotzdem treffe ich keinen. Links von uns ist ein St. Louis noch. Das ist nicht gut. Nervt mich gerade richtig mit Feuer. Wo bist du denn? Bei dir. Oh mein Gott, hier sind Zerstörer. Meine Ruder ist kaputt. Ich kann nicht lenken. Fuck. Nein. Deine Ruder auch? Nee. Konnte zum Glück noch abbremsen, aber ich habe versehentlich irgendwie die Torpedos ausgewählt gehabt und konnte nicht nach links lenken. What the fuck, was war denn das bei mir gerade? Na, ich krieg jetzt natürlich ein bisschen was auf die Höcken. Mein Kapitän hat ein bisschen zu tief in die Rumpflasche geguckt, glaube ich. Alter Verwalter. Du fährst sehr offensiv gerade noch. Ja, mein Ruder war am Arsch. Ach. Repariert hatte ich vorher kurz zieht, schon. Zieht raus! Ja. Aber ich sag, wenn du dich verhakt und so, ne? Ja. Ist schnell raus. Wenn du so festklebt. Okay. Lass mal. ZVI. ZVI. Nein! Und warum nicht? Einschlag bestätigt! Genau wegen der Frage zu. Volltreffer! Mann, ey, könnten wir den doch mal. Was auch vorhin sind, auch Feindschiffe. Ja. Wir haben halt nicht mehr so viele Schiffe, ne? Das ist gerade das Problem, was wir so ein bisschen haben. Ja. Also, müssen wir mal rausnehmen. Ja, ich bin dabei, auf die St. Louis zu klatschen. Ach, die Fokasang, wo kommt? Verdammt, Moment. Insel. Oh. Komm gerade noch so rum. Und mich sehen sie jetzt gerade nicht. Alter, da sind halt auch noch eine Wyoming auch noch dabei. Einfach mal in die Spalte drin geschossen. ZVI, Mann. Antwortet nicht gerade. Ja, aber das hat gepasst wieder, Sven. Das war ja vor allem noch nicht mal beabsichtigt, das war einfach so. Eigentlich sollten wir den Punkt B einnehmen. Ja, oh. Ja, Alter, genau. Und ich friss dann schön Schaden. Einen schönen Treffer. Ich friss dann schön Schaden! Hey, wir haben beide getroffen. Ich hab gerade mal 900 Schaden gemacht. Ja, ich auch. Fahr mal weiter, bitte. Fahr mal weiter noch in die Richtung. Mach ich. Fahr mal noch mal ein bisschen Richtung Steuerboot.
ist in deine Richtung. Nee, Backbord, fuck. Achso, wir müssen erstmal die Insel. Dann fahre ich auf die Insel zu. Ja, wir müssen die Insel erstmal passieren, ne? Naja. Passieren. Wie gewählt ihr uns heute ausdrücken? Ja, wa? Ich würde mal fast denken, wir haben studiert. Ja, haben wir doch auch beide. Das Studium des Lebens. So, jetzt können wir rumziehen. Schön. Extra Punkt in der B-Note. Absolut. Wir gewinnen immer über die B-Note. Scheiße, Mann, ey. Das ist aber diesmal wird leider hier gewickelt. Oh. Ach nee. Was ist denn hier gerade? Ich dachte gerade, dass vorne die Klemsen, die wir rausgenommen hat. Ich weiß nicht, ob wir der Kawachi mal ein bisschen helfen sollten. Eigentlich schon, aber wir werden ja selber in Kreuzfeuer genommen. Naja, aber wenn jetzt die Kaiser eh schon auf die Kawachi Beschuss nimmt, würde die dann weg. Also nicht eher helfen, sondern eher unseren Vorteil daraus ziehen. Nein, wir helfen ja. Ach mein Gott. Ja. Dani hat auch noch ein Schiff rausgenommen. Wir sollten jetzt eigentlich wirklich helfen. Also gut, aber auf die Kaiser. Wir können sie ja leider nicht im Brand stecken, das wäre wahrscheinlich hilfreich her. Ein bisschen drauf zufahren, oder? Ja, können wir vielleicht ein paar Torpedos mal losschicken. Müssen wir ein bisschen... Da sind halt auch noch zwei andere Schiffe. Drei, zwei. Ja, komm, ey, das kriegen wir. Wir müssen jetzt ein bisschen Risiko gehen hier. Das müssen wir mal ein bisschen risky gehen, obwohl ich schon relativ down bin. Ja, ich auch. Ja, Kawachi ist gut wie raus eigentlich. Sollten wir auch die Kaiserwings noch rausnehmen. Das ist schön dumm von ihr, sich genau die falsche, also die ganz die falsche Seite zuzudrehen. Jawohl. Ich hau auch nochmal Torpedos raus. Der laden zu lange. Vorher glaube ich raus. Ich erst. Komm, ey, komm. Aber die Torpedos sitzen von mir. Mann, nimmt er mir wieder den Kill weg, ey. Was heißt, nimmt er mir wieder den Kill weg? Ich hab mir deinen Arsch gerettet, ja. Okay, ja. Aber da kann ich dich jetzt nicht retten. So weit haben meine Torpedos nicht gereicht. Ups. Ach, Mann. Ja, jetzt bräuchte ich eh nicht mehr zugucken. Nee, hab dich schon erledigt. Ja, Leute, schade. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Ich glaube, wir haben am Anfang zu viele Schiffe verloren. Ja, so ist es manchmal. Wir hoffen aber, es hat euch trotzdem gut unterhalten, oder? Ja klar, hoffen wir das. Ob es hat, könnte mal jemand reinschreiben, ja. Ja, genau. Könnte mal jemand irgendwie reinschreiben, sagen, ey, ja, gut, freut mich gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.